Der Flughafen Wien begrüßt die Eröffnung der neuen Langstreckenverbindung von Air Canada und Austrian Airlines ab Wien. Mit rund 20 Minuten Verspätung landete die Boeing 787 Dreamliner der Air Canada aus Toronto kommend auf dem Flughafen Wien und wurde sowohl von Petrus als auch der Flughafenfeuerwehr mit einem standesgemäßen Water Salute willkommen geheißen. Kanadas größter Carrier bedient die neue Flugverbindung täglich und direkt. Eine Boeing 787 Dreamliner hebt dabei an jedem Wochentag um 18.35 Uhr aus Toronto ab und landet um 8.40 Uhr am Folgetag in Wien. Der Rückflug findet um 10.40 Uhr statt und landet um 13.30 Uhr wieder in Toronto. Flughafenvorstand Julian Jäger freut sich über die neue Flugverbindung. Ja, das bedeutet, dass wir eine deutliche bessere Anbindung nach Nordamerika haben. Wir rechnen mit rund 130.000 Passagieren pro Jahr zwischen Toronto und Wien. Und was man nicht vergessen darf, gestern hat ja auch die Austrian Airlines eine Verbindung nach Montreal aufgenommen. Das heißt, das sind nochmal 70.000, 80.000 zusätzliche Passagiere. Also insofern rechnen wir dadurch mit einem deutlichen Zuwachs an Passagieren von und nach Kanada. Geflogen wird mit einer brandneuen Boeing 787 Dreamliner. Dieses Modell ist erst ein halbes Jahr alt, ist sehr effizient und ist sehr günstig im Betrieb. Die Leute werden es genießen, damit zu fliegen. Kanada, das zweitgrößte Land der Welt, gilt mit seinem beeindruckenden Naturerbe an Seen, Bergen, Wäldern und einer Reihe an Wildtieren als wahrer Touristenliebling. Toronto ist Kanadas Wirtschaftszentrum und einer der weltweit führenden Finanzplätze. Von der kanadischen Metropole aus können Passagiere auf Weiterflügen mit Air Canada mit Anschlüssen mehr als 120 Flugziele in Kanada und den USA erreichen. Kanada ist ein absolut tolles Land. Ich glaube, sozusagen von der Natur her unglaublich beeindruckend. Ich war persönlich mal zwei Wochen in Nova Scotia, das ist sozusagen Neuschottland, im Osten Kanadas. Ja, es ist ein sehr beeindruckendes Land mit unglaublich vielen Naturschönheiten, aber man darf natürlich die wirtschaftliche Bedeutung nicht übersehen. Und hier ist Toronto das absolute Zentrum Kanadas und dementsprechend sind wir sehr froh, dass wir hier diese tägliche Verbindung mit Air Canada haben. Als einer der 20 größten Airlines weltweit transportiert Air Canada jährlich knapp 51 Millionen Passagiere zu 220 Zielen auf 6 unterschiedlichen Kontinenten. Nun investiert man in diese neue Flugverbindung nach Wien. Wir investieren knapp 200 Millionen Dollar in diese Destination und steigern damit auch den Stellenwert des Wiener Flughafens. Natürlich bringt das auch in Österreich einen wirtschaftlichen Vorteil. Air Canada ist sehr engagiert. Die glauben an die Destination Wien, sind sehr optimistisch, dass sich auch wirtschaftlich das für die Air Canada sehr gut entwickeln wird. Also wir glauben, dass das eine sehr langanhaltende Beziehung wird.